Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together, Ghost Recon: Wildlands. Ja, auch heute dabei unser Dr. Disco. Hi. So, wir sind auf dem Weg zur Sendestation unseres Hauptziels. Das kann was werden, bis wir drüber sind. Ne? Aber es ist halt eine Abkürzung, laut Navigationssystem. Ja, dann lege ich mal die Beine hoch und warte bis du da bist. Sollte nicht allzu lange dauern. Wisst ihr, die Hälfte haben wir schon hinter uns. Ich scheiße jetzt nicht auf dem letzten Meter mit da oben ab. Sueños Mausoleo. Das ist doch die armen Unidas-Soldaten in Ruhe. Ach, das ist Unidas? Wusste ich nicht, aber ja, das war Unidas. Hungerlohn, den ihr gezeigt kriegt. Ach. Und dann auch das Drogenkartell hier. Die vermisst doch eh keiner. Wenn du mit deinem Auto so fahren würdest, Romano, du würdest dann wieder auf eine Straße kommen. So ungefähr. Okay, was war das jetzt? Aussteigen. Was ist denn da oben schon wieder? Helikopter. Oder das kann ja mal passieren. Eins von beiden kannst du dir aussuchen. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, da oben auf dem Berg, wa? Ach du Scheiße. Laufen möchte ich da nicht wirklich hin. Ich mach das, ich fliege. Dass wir nur nicht wieder abschießen. Nein. Wofür so ein kleiner Staudamm? Sag mir das mal. Schon, was mit dem kleinen Wasserreservoir ein bisschen unnötig dahinter. Ja, meine ich ja. Wofür ist der Staudamm hier? So, was willst du da stauen? Oh. Hose. So, raus hier. Nicht im Zielgebiet, dann geht bitte. Will ich auf dem Funkmast landen? Alle Gliedmaßen wegreißen normalerweise. Nein, das ist ein Sniper! Granate! Friss das, Motherfucker! Ein Scharfschütze. Haben sie dich gesehen? Noch nicht. Warte mal. Jetzt haben sie aber. Du wurdest entdeckt. Ja, leider. Ach, dürfen wir gar nicht. Stimmt ja. Stimmt. Deswegen habe ich ja gesagt, komm zu mir, weißt du? Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ja, die haben da was gesehen. Oder behaupten es zumindest, etwas gesehen zu haben. Södele. So, jetzt warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz meine Fertigkeitspunkte ankurbeln. Ich mal gucken, was ich jetzt freischalten kann. Sehr schön. 16 Punkte. Geiles Teil, ey. Ich beziehe schon mal Stellung und kundschafte ein bisschen aus. Wo ist der Jammer? Alles klar. Hier ist ein Drohnenjammer. Gehen das systematisch einmal durch, dann passt das. Irgendwo wird wieder geschossen. Aber nicht bei uns. Oh. Der Entdeckungszeiger darf nicht vollgehen, ne? Ich gebe mein Bestes. Verdächtig? Alles gut. Ja, die haben mich rennen gesehen. Oh, wie groß die Augen werden, wenn er die Knarre sieht. Ich laufe außen rum. Wir müssen nur was manipulieren, wa? Das Drohnensignal wird gestört, ich empfange gar nichts. Wir nähern uns der Radiostation. Mal sehen, ob Perico bei der Arbeit ist. Hier ist niemand. Vielleicht abgehauen. Vielleicht hat ihm jemand einen Tipp gegeben. Aber er ist noch auf Sendung. Bowman, wir sind beim Sender. DJ Perico ist nicht da, aber das Programm läuft noch. Er benutzt diese Station als Relais zur Signalverstärkung. Ohne Code kommen wir da nicht rein. Scannen Sie seine Antenne mit der Drohne. Siggin kann versuchen, die eingehenden Daten zu erfassen und anhand der Signalverstärkung seine Position zu ermitteln. Nein, habe ich nicht. Das Einzige, was ich bei Bowmans Anruf verstanden habe, ist, scannt die Antenne. Wir müssen die Drohne ruhig halten, bis der Scan fertig ist. Wir haben hier starke Interferenzen. Mist, vielleicht ist da irgendwo ein Störgerät. Sie müssen es erst zerstören, damit Sie Pericos Antennen scannen können. Schon dran. Geh mal auf Inkognito. Hat die Aufklärung da draußen Ziel Nummer 2 da. Drittes Ziel da. Ich wüsste doch nicht, wo so ein Jammer stehen sollte. Wenn das Lager auf dem Dach, dann kann ich mal gucken. Ich glaube, da bei den 3 Häusern in der Einfahrt, da wo Feind aktiviert ist. Meinst du? Ja, nehme ich mal an. Kennst du schon was? Nee, aber ich werde hier fast entdeckt. Upsala. Spachtel mich doch mal ganz kurz vom Boden auf hier. Warte mal kurz. Das war zu hoch für mich. Jetzt kann ich dich aufrabbeln. So lange gedauert. Ein Drecksack weniger. Da ist ein so ein Sikario, den muss ich eben die Haut abziehen. Macht das. Abschuss bestätigt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Alter, beim besten Willen, wo ist denn der Scheiß? Die Drohne ist oben. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Wenn ich übers Lager gucke, sehe ich aber auch nichts hier, ne? Hab ihn. Ja? Ah, okay. Dass ich es nicht gesehen habe. Kommst du dran? Alter. Warte, muss mal eben rum. Da vorne war ein Durchgang, ne? Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Alles klar. Sehr schön. Alles klar. Heckvorgang. Da ist ein zweiter Tango. Sehe einen dritten. Tango 5. Der Tango ist hin. Sag mal, wie scanne ich denn hier? Ich glaube, einfach nur draufhalten. Gut, jetzt kann ich. Bist du am Schießen? Nein. Scan abgeschlossen. Hoffentlich findet Sig in Pericos Aufenthaltsort heraus. Radio Santa Blanca. Granate fliegt. Gute Neuigkeiten. Dank der gefundenen Pläne und dem Datenscan wissen wir, dass Perico ein einfaches Frequency Agility Programm benutzt, um das Signal zu verschlüsseln. Aber um das Signal für Pakataris Rede zu kapern, brauchen wir noch den Code. Richtig. Wir haben genug Daten, um Perico ausfindig zu machen. Der da oben gehört mir. Einen unfreundlichen Besuch ab und holen Sie sich den Code. Bowman schickt Hintergrundinfos zu DJ Perico. Ziele. Wir wissen, wo Perico ist. Nomad, meine Leute haben Hinweise auf einen Truck gefunden, der wertvolle Repliken finden Sie DJ Perico transportiert. Es ist nicht eure Hauptaufgabe, aber weiß, wo der arme Bastard sitzt. Klar, wenn sich die Chance bietet, machen wir den Konvoi platt, bevor es steigen wir schon Auto aus. Hast du was gefunden? Bist du bereit, was Großes zu tun? Ja. Hast du was Schönes? Wir segnen mit dem Panzer, wir wollen hier fliegen. Ich sehe das Ziel schon geradeaus durch, aber... Naja, also, wir landen auf dem Mausoleum. Ja, noch besser. Das ist unser Ziel. Ich hole eben den Heli ab und dann... Ich warte hier unten. Ich mache schon mal so ein bisschen Randale. Fang mich ab, okay? Ab dafür. Ja. Was war denn das jetzt? Hast du das gesehen? Ja, ja, das war ich. Wie? Du bist so ein Held! Verdammt, das war knapp. Und jetzt? Bowman hat Fahrzeuge, warum bitten wir die Rebellen darum? Oh, schön noch einer. Ratatatata. So, sobald wir uns über dem Dingens befinden, springen wir raus. Jo. Von oben einfacher? Ja, Spaß dir den Weg durch die ganze Armee, die da stationiert ist. Södele. Das Geschütz bleibt aus, ne? Wir wollen keine Aufmerksamkeit erwecken. Gut, jetzt können wir. mal einen Tempel, ne? Ja. Kannst gar nicht oft genug sagen, aber wenn ich antrete, möchte ich daran begraben werden, ne? Ja. Hallo? Was gibt Schöneres als so einen richtigen Bonzen-Tempel? Und raus. Alles klar. Oh, der gibt aber Vollgas, ne? Schon gesehen? Eine Heli oder was? Boah, da musst du aufpassen, dass du nicht gerattert wirst. Seht euch das an. Ich habe schon mal Mausoleen gesehen. Und das hier könnte sie alle zum Frühstück verspeisen und würde nicht mal merken, wenn es sie ausscheißt. Sollen wir glauben, dass Sueños ein Gott ist? Er tut's auf jeden Fall. Normalerweise mausetot. Oh. So, was da abgegeiert wird da unten? Ich nehme die Drohne. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Was sagt die Aufklärung? Ziel Nummer 2 da. Ziel Nummer 3. 8-5 Tangos. Kommen wir auch irgendwie runter? Romano? Ja. Wie denn? Wo war das? Perico muss in der Nähe sein. Vergesst nicht, dass wir ihn lebend brauchen. Hier. Ich komm rum, warte. Wenn du dir überlegst, was dir beim Drogenkartell, ich sag mal, einnehmen, Romano, dann lässt du dir jedes Jahr so einen Tempel erstellen. Ah. Die mit dem Baugerüst. Fliegende Bauten. Und hier kommst du dann superflapp nicht runter. Und zack, bist du da. Stopp, 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 stopp. Gesehen. Tango getroffen. Auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden. Ich hab hier gerade ein ziemliches Problem. Du machst das schon, lenk die nur ab. Vielleicht da. Ich sehe Perico. Ruhig, Kabine. Leg dich nicht mit mir an, ich bin berühmt. So, ich hab ihn. Oh, fuck. Na, schlecht aufgelegt. Ah, hey, sieh mich an. Sehe ich vielleicht aus wie ein Sicario. Ihr müsst ihn töten, Mann. Ach, warum nicht? Ich hab noch mein ganzes Leben vor mir. Ich hab noch Träume und sowas. Gib uns einfach den Code zur Hauptsteuerung der Station. Okay, okay. Aber ihr habt nicht von mir, okay? Also, als Benutzernamen gebt ihr ein BIDIBOM. Dann die von diesem Token erzeugte Zahl. Genieße den Augenblick. Scheiße, Perico. Scheiße, scheiße, bist scheiße, das ist nach hinten losgegangen. Heute habe ich dich verschont. Okay, okay. Klar, du könntest den Code einfach ändern. Aber ich werde dich am Leben lassen. Und du sendest dafür weiter und wartest mit der Änderung, bis mein Kollege Pakata. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Was hast du gemacht? Verstanden? Man hat mich gesehen. So, eine Sirene? Hebt mich schnell auf, oder müssen wir ganz schnell hier weg? Bowman, wir haben den Die Sirene hörst du durchs ganze Land, ne? Ich habe hier vorne einen Helikopter gesehen. Ja, aber ganz schnell rein da. Sie müssen ihn befreien. Wir brauchen seine Kenntnisse. Die haben nicht zufällig einen, der frei rumläuft. Ich fliege, du schießt. Passt schon. Bringen Sie ihn zu einem Sammelpunkt. Ich besorge das nötige Gerät, damit sich Pakatari einklingt. So, was haben wir? El Sueño schickt uns von Bäumen persönlichen Gegenständen in sein Mausoleum. Alter, das Ding fliegt sich wie ein Stein, ne? Und zerstören sie die Trucks. Wir sind am Arsch. Stage is yours. Volles Mund drauf. Der Tango ist hin. Halt mal den Heli still. Ich bin dabei. Bisschen weiter runter, bisschen weiter runter. Schießt du da Marzipankugel auf die Kleinteile? Vielleicht geht's hier um die Wurst, ne? Einer noch, wa? Triffst du den von dir aus? Ja, du wackelst jetzt mal ein bisschen zu hart. Jetzt? Ein bisschen weiter geradeaus. So, weiter rüber. Jetzt. Ja, Scharfschütze da unten, warte. Leben vernichtet. Stück nach vorne, Stück nach vorne. Ist geplatzt. Jetzt aber. Alles klar. Katsching. Noch was hier? Zerstört. Ich schätze, Sueño kriegt sein Mausoleum auch ohne den Kram, oder? Klar, aber ohne Bling gibt's nur eine große Kiste. So, meine Freunde, leider in unserem Spielzeug auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together, Ghost Recon: Wildlands. Es bleibt spannend. Bis die Tage. Da ist ein Helikopter. Aussteigen.